never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact, taking big swings, bitch. So, und es geht gleich los mit dem BMW iX3. Er ist vollgeladen, eine Reichweite wird jetzt angezeigt von 326 Kilometern. Naja, 10 Grad haben wir. Es könnte durchaus kühler sein. So war der Plan, dass es wirklich kühler ist, dass es kalt ist, wie ich das mit dem iX1 oder mit dem i4 gemacht hatte, bei deutlichen Minustemperaturen. Manchmal geht dieser Wunsch nicht auf, das ist so. Ich fahre jetzt mal wieder nach Köln und na, durch die Sperrung der Leverkusener Brücke ist es ein bisschen tricky mit der Fahrt dorthin. Deswegen gehen wir doch mal kurz einfach mal die technischen Daten durch, weil die Fahrt an sich war, naja, ein bisschen zäh. Das Akku hat 80 kWh Größe brutto. AC-Laden, DC-Laden sind möglich mit 11 bzw. 150 kW und damit kann man den iX3 wirklich sehr, sehr solide zügig hochladen. Leistung hat er 210 kW, 286 PS und die überraschen mich immer wieder im iX3, wie die wirklich nach vorne gehen, da auch das Drehmoment, 400 Newtonmeter, hört sich erstmal nicht viel an, aber das marschiert schon richtig ordentlich und die Fahrt nach Köln war leider etwas zäh. Wir sind im Eco-Modus gefahren, ganz bewusst und ja, viel Stau, zum Schluss sogar noch über Land fahren und. Und ich würde sagen, das kürze ich jetzt einfach mal kurz ab. Und wir sind angekommen mit 284 Kilometern Reichweite rund. Naja, 75% sind noch drin. Ein Potenzial habe ich von 7 Kilometern. Okay, 7 Kilometer, wahrscheinlich Lüftung war das jetzt gewesen. 20,8 kW-Stunden. Ihr seht, zum Anfang konnte ich noch halbwegs zügig fahren, aber dann wurde es wirklich zäh mit der Fahrt. Naja, das ist manchmal so. Gerade durch die Sperrung der Brücke ist das Verkehrsaufkommen da um Düsseldorf echt übel gewesen. So, am frühen Morgen geht es dann wieder los. Wir haben eine Reichweite von 293 Kilometern. Und, na gut, in der Tiefgarage sind jetzt immer noch 10 Grad. Das ist wunderbar. Wir geben jetzt das Ziel ein. Wir fahren zurück nach Bochum. Und heute mal ein bisschen dynamischer, würde ich sagen, oder? Weil um die Uhrzeit sollte jetzt die Autobahn wirklich leer sein. Ziel ist eingegeben und die Reichweite senkt sich auf 269 Kilometer. Das ist normal, weil jetzt berücksichtigt er die Fahrstrecke, die Topografie und. So, wir müssen natürlich erstmal noch ein Stück hier durch die Stadt rausfahren, um auf die Autobahn zu kommen. Dafür wollte ich jetzt mal ein Feature zeigen. Wir fahren jetzt mal zu auf diese Stoppstraße hier. Genau hinhören. Andere Perspektive. Sehr cooles Feature, also optisch und akustisch die Warnung, Vorsicht, Stoppstraße, stehen bleiben. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr cool. So, wir schalten um in den Sportmodus, weil wir wollen ja mal gucken, was hier so alles geht. Also, Lenkung und Motor sind in Sport, mehr kann ich hier beim iX3 nicht einstellen. Mehr brauche ich auch nicht, sage ich auch ganz ehrlich. So, wir sind auf der Auffahrt, hier fahren wir jetzt noch um die Ecke rum. Und dann können wir auch gleich direkt mal Vollgas geben, oder? Na, mit Sicherheit. So, na, das ist noch nicht alles. Jetzt kommt alles. Und er marschiert hoch. Er marschiert richtig hoch. Rechts an dem Balken sehen wir das, den Prozentsatz, den wir abgerufen haben. Und der rechte bleibt einfach konstant weit oben. Tempomat setzt sich auf 180. Und jetzt geht die abgerufene Leistung ein bisschen zurück und variiert. Wir fahren jetzt einfach mal konstant, wirklich ein relativ langes Stück, 180. Und das ist im iX3 eine sehr entspannte Fahrt, das muss man sagen. Der iX3 ist für mich immer noch einer der besten Wagen zum Fahren und gerade auch für längere Strecken zum Fahren. Ultra bequeme Sitze, die ich da drin habe. Guckt gerne die Detailvideos dazu von mir an. Lange Strecken, wirklich ein großen Platz, den ich in dem Wagen habe. Klar gibt es Fahrzeuge, die mehr haben, aber im iX3 ist das, ich habe relativ viel Platz in dem Wagen und er hat trotzdem noch relativ kompakte Ausmaße, gerade wenn es dann Richtung Parkhaus geht oder ähnliches, im Innenstadtbereich einen Parkplatz finden, ist er für mich immer noch einer der besten Wagen vom Handling her. Leistungsniveau, wirklich gut, Geräuschkulisse, unglaublich angenehm für einen SUV, auch wenn ich permanent diese 180 fahre.
Jetzt haben wir Autobahn wieder gewechselt und jetzt können wir auch wieder raus beschleunigen. Und ihr seht rechts, wir sind wirklich 100%, die wir abrufen die ganze Zeit. Tempomat machen wir jetzt wieder bei 180 rein und lassen den EX3 einfach ganz entspannt fahren. Und das geht wieder ein ganzes Stück. Und das ist wunderbar, gerade mit dem Driving System Professional hier drin anmachen. Der hält dich aktiv in der Spur drin. Du hast automatisch die Abstandsregelung. Perfekt für lange Strecke zum Fahren. Autobahn gewechselt und es geht gleich wieder weiter. Tempomat 180. Reinmachen und beschleunigen lassen. Perfekt, perfekt, perfekt. Sage ich ganz ehrlich, richtig angenehm. Ja, man kann sagen, Mensch, Infotainment und so, ist ein bisschen Geschmackssache, ist nicht mehr das Curve-Display oder ist nicht noch nicht das Curve-Display. Ja, aber durch dieses multifunktionale Instrumentenkombi, Head-Up-Display in Verbindung mit dem zentralen Bedien-Display, ist das für mich immer noch sehr, sehr entspannt und sehr, sehr schön zum Fahren von der Bedienung her. Sehr cool. Der eine oder andere mag das auch viel mehr, gerade mit den Tasten. Das wird, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, in der nächsten Baureihe nicht mehr so sein. Und er ist wirklich der letzte, glaube ich, seiner Art bei BMW. Nein, im 1er gibt es das noch. Und wir sind jetzt hier angekommen am Ladepark West. Den hier machen wir kurz mal einen Zwischenstopp. Ich bin jetzt, was haben wir gefahren? Eine knappe Stunde sind wir gefahren. Und hier steht ja der EX3. Ausstattungsvariante Impressive. Wir sind im Januar und naja, es ist mild, sagen wir es mal so. Bei 10 Grad sind das jetzt hier immer noch wunderschön. Im Sportpaket ist halt das wirklich Standard und das finde ich richtig cool. Gerade hier Mineralweiß, mein Favorit, sage ich ganz ehrlich, mit den wunderschönen LED-Scheinwerfern. Hier mit den blauen Akzenten in der Niere quasi so umrandet in der Niere drin oder auch unten in den Bremsbelüftung. Hier, das sind die Winterräder, die 19 Zoll. Das sind die, die in Inspiring Serie sind. Im Sommer die wunderschönen 20 Zoll drauf. Die finde ich wirklich mega. Und das mit dem Weißen, boah, mega, richtig geil. So, gehen wir am besten mal zum Heck. Auch hier, also seitdem das Facelift da ist vom X3 oder jetzt hier im EX3, diese Rückleuchten finde ich richtig gelungen, finde ich wirklich mega. Chapeau BMW, das habt ihr richtig gut gemacht, richtig schön. Ja, mein oder eines meiner Highlights am EX3, auch hier der angedeutete Diffusor, auch hier mit diesen blauen Akzenten finde ich richtig cool. Mir gefällt das wirklich sehr gut. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in den EX3. Wie waren denn jetzt so die Verbräuche? Und Hinfahrt waren, was waren das, 20,5, knapp 21 kW. Relativ entspannt. So, hier sind jetzt 6,5 Grad. Na gut, 116 Kilometer Reichweite haben wir noch. Und na, was werden das sein? Rund 40% sowas. Naja, gut, okay. 165 Kilometer haben wir jetzt zurückgelegt. Und wir gehen mal auf die Fahrdaten. So, wie gesagt, 165 Kilometer. Und wir haben 26,5 kW-Stunden auf der Hin- bzw. Rückfahrt verbraucht. Ihr seht hier, das sind diese Vollgaspassagen. Da kommt dann mal richtig Druck rein und da geht der Verbrauch natürlich nach oben. Das ist normal. Das kann ich auch nicht von der Hand weisen. Ja, 26,5 finde ich jetzt noch wirklich human, ganz ehrlich. So, und dann gehen wir auf die Fahrdaten ab Fahrtbeginn heute, also nur heute. Und knapp 32 kW-Stunden Verbrauch auf 85 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 100. Ihr habt es gesehen, es ist halt zwischendurch 80 gewesen durch die Tunnel. Aber wo frei war, habe ich einfach Tempomat mal reingemacht und bin dann wirklich minutenlang 180 gefahren. Ja, sehr cool. Finde ich jetzt wirklich okay, sage ich ganz ehrlich. Und für mich passt das. Weil selbst für längere Strecke würde ich mich damit arrangieren können. Da fahre ich nicht die ganze Zeit 180, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber selbst wenn ich jetzt so fahre, 116 habe ich jetzt eine Reichweite, 165 bin ich gefahren. Das wären, naja, 280 Kilometer wirklich im Schnitt eine sehr zügige Fahrweise. Das ist wirklich okay und für mich persönlich akzeptabel. Wenn ihr mehr Erfahrungsberichte zum EX3 haben wollt, schaut mal bei mir in den Videos rein. Ich habe die Fahrt zum Gardasee dokumentiert. Die Fahrt zurück vom Gardasee, 2700 Kilometer in Summe. Einen Rückblick habe ich gemacht zum EX3, als er fast 10.000 Kilometer gelaufen hatte und ein halbes Jahr genutzt wurde. Sehr cool. Und selbstverständlich EX3 am Limit. Wie weit komme ich tatsächlich, wenn ich permanent 180 fahre? Ich kann den EX3 persönlich mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen. Lasst eure Meinungen, eure Erfahrungswerte zum EX3 doch gerne mal da.
kommentiert das Video, liked das Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst nochmal wieder mit dem EX3, weil der ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Vielen lieben Dank und bis dahin. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that path.